Hallo, wir sind Bethül, Leon und Janina, unsere Kamerafrau, und wir präsentieren euch heute, wie Religion zur Heimat. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam, merhaba, hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Warum begrüßt ihr ihn so? Das ist genauso viel wie Grüß Gott, und das hat halt unser Prophet auch so gemacht. Das ist halt traditionell bei uns, weil es auch im Koran auf Arabisch steht, begrüßen wir uns auf Arabisch. Kannst auch gerne Grüß Gott zu ihnen sagen. Danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Das. Also, wir sind als türkische Gemeinschaft, also begründet seit 1977. Also seitdem sind wir hier in Fürth, und also wir leben uns wohl, und wir leben auch unsere Glauben und also kulturelle Vielfalt in unserem Verein. Das ist für uns sehr wichtig und für unsere Kinder sehr wichtig, weil also in Ausland, sage ich mal, in einem anderen Land zu leben, ist schwierig. Wenn man aber so einen Verein hat, man fühlt sich wie also in Heimat wohl. Deswegen hat es gegründet. Erinnert sie die Moschee an Heimat? Yani tabii ki cami birlik ve beraberliğimizi. Natürlich ist die Moschee der Ort, wo wir Gemeinsamkeiten zeigen und wo wir positive Gefühle erleben und unsere Psyche erholt wird. Psychologische rahatlamayı gerektirmektedir camideki ibadet. İşte Frage, wie kann der Glaube Heimat werden? Also wenn man wirklich in Deutschland oder hier, wo man lebt, also sein Glaube wirklich leben kann, mit innere gut, wohl und Gefühl, die Heimat ist also dort. Also das heißt also, so erlebt sein also Glaube und also fühlt sich wohl. So glaube ich es. Ich weiß, dass die Muslimen, dass sie nach Mekka beten. Kann Mekka an Heimat erinnern? Şimdi, tabii Mekke'ye yönelmemiz. Wir drehen uns beim Beten zu Mekke, weil es so im Kur'an befohlen wird. Aber jeder muss nicht die Mekke als Heimat sehen. Mekke ist für uns ein wichtiger Ort des Glaubens. Vatanının Mekke olması gerekmiyor. Können Sie Ihre Religion frei ausleben? Yani inancımızı rahatça yaşayabiliyoruz. Wir können unsere Glauben frei ausleben, und Atip ist der Beweis dafür. Biz yasalara saygılıyız. Wir haben Respekt vor den Regeln. Okay, danke schön. Wir bedanken uns. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe